Moin, moin, mein Team. So eine Dreckscheiße. Moin, moin, meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute das lang ersehnte Zockerecken-Video. Viele haben immer gefragt, ey, zeig doch mal deine Zockerecke. Ich hatte ja schon mal ein Roomtour-Video gemacht, aber da hat sich doch auch einiges geändert. Deswegen werden wir gleich zusammen nach oben steppen mit Gleichgewicht, Marathon und Hardliner. Vielleicht sind wir ja eine Streak schneller oben. Kleiner Spaß am Rande nochmal. Ich werde mir jetzt erstmal ein Monster aus dem Kühlschrank holen. Dann werde ich mit euch nach oben gehen. Den einen oder anderen Cut werde ich doch reinhauen, um es einfach ja, ein bisschen stilvoller zu gestalten. Und dann würde ich sagen, sie muss gleich in alter Frische. Oh ja, Baby, dich nehme ich jetzt richtig hart an. So, meine Freunde, das ist jetzt die Optik. Wenn man ins Zimmer reinkommt, der ein oder andere kennt, richtig stylisch. Da sind auf jeden Fall die ein oder anderen LED-Lichter dazugekommen. Auf der linken Seite seht ihr gleich mal 55 Zoll LG-Fernseher, auch in 3D. Die neuen zwei LED-Kugeln habe ich da unten stehen, sind auf jeden Fall richtig fett. Im Baumarkt für 30 Euro zu haben, gibt es aber auch bei Amazon. Unterm Bett habe ich jetzt auch LED-Lichter. Wir gehen einfach mal rein. Sieht auf jeden Fall schon mal richtig stylisch aus, würde ich an der Stelle mal behaupten. Wir schauen uns gleich mal die Perspektive an, wenn ich auf meinem Sofa sitze. Ja, da unten die LED-Lichter, da gehe ich aber auch gleich nochmal richtig drauf rein. Oh ja, da lasse ich die Bockwurst knacken, Freunde. Oh ja, Baby, dich nehme ich jetzt richtig hart an. Oh ja, das sieht richtig stylisch aus. Da hinten haben wir nochmal die Zombie-Figuren. Da, Freunde, da ist meine Zockerecke. Aber da gehen wir gleich nochmal rüber. Ich würde sagen, an der Stelle kurzen Schnitt. So, jetzt sitze ich hier ganz gemütlich auf dem Sofa. Wie gesagt, an dem 55 Zoll Fernseher habe ich nur die PlayStation 4 angeschlossen. Meistens gucke ich da aber auch nur Breaking Bad drauf. Zocken ist eher noch nicht so der Fall auf der PS4. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, ey, wieso hat denn der Spritzer da die Teelichter leuchten? Ja, ich bin ja Raucher und das sind Duftkerzen und die Luft muss natürlich schön fresh sein. Fenster ist auf, Duftkerzen sind an, also die Luft ist hier perfekt, meine Freunde. Hier seht ihr nochmal die LED-Lichter, die unterm Bett verbastelt sind. Machen auf jeden Fall viel her, haben 30 Euro gekostet, also ein Kleinvieh macht auch Mist. Die habe ich natürlich auf der anderen Seite auch verbastelt. Hinten am Kopfende habe ich auch welche. Die sind natürlich schön im Blau, frische Farbkombo, würde ich an der Stelle sagen. Da seht ihr meine Käsum-Figur. Jo, gehen wir mal ran. Die habe ich selber verbastelt mit LEDs. Der Tisch ist von unten natürlich auch beleuchtet, Freunde. Da hinten haben wir nochmal meine Zockerfigur, beziehungsweise ein paar Figuren. Ich zoome mal ein Stückchen ran. Ja, der ein oder andere sollte wissen, wer da oben ist. Das ist der Michael Myers. Der hat mich in letzter Zeit ziemlich zum Ausrasten gebracht. Aber gut, ich würde sagen, wir wechseln nochmal rüber zur anderen Seite und danach geht's in meine Zockerecke. So, Freunde, jetzt sind wir hier nochmal am anderen Ende des Zimmers. Da seht ihr nochmal die Käsumfigur und der Tisch, der natürlich auch von unten beleuchtet ist. Hier auch nochmal das Bett, schön beleuchtet über die ganze Länge. Sieht richtig tight aus, würde ich an der Stelle mal behaupten. Ja, hinterm Bett, wie gesagt, schon erwähnt, sind natürlich auch LED-Lichter. Und ich würde sagen, wir begeben uns jetzt mal in die Zockerecke. So, hier sehen wir das nochmal aus der sogenannten Vogelperspektive. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin einfach mächtig stolz darauf, wie ich mir das hier eingerichtet habe. Ich fühle mich in dieser Ecke, in meinem Zockersessel einfach wie zu Hause. Und so soll es auch sein, wenn man einfach mal in Ruhe eine Runde zocken möchte. So, Freunde, da sind wir jetzt in meiner Zockerecke und da seht ihr schon links unten meine PlayStation 4. Die habe ich standardmäßig in weiß beleuchtet. Darüber steht die PlayStation 3, die ist aber schon fabrikmäßig rot. Da oben drauf steht das Astro 50 und der alte Sack aus Herr der Ringe. Wie heißt denn der nochmal? Ich weiß nicht, nennen wir ihn mal Opa Spritzer. Der passt auf jeden Fall auf, dass meiner PlayStation 3 und der PS4 nichts passiert. Viele haben mich immer gefragt bezüglich Headsets, was denn das Beste ist, dies, das, da werde ich gleich was zu sagen. Daneben seht ihr jetzt erstmal meinen Streaming-Monitor, den ich eigentlich nur für den Stream benutze, wie der Name schon sagt. Da gucke ich dann halt immer drauf und beobachte ein bisschen den Chat, keine Ahnung wie der heißt. Da sehen wir das beste Getränk für mich persönlich, Monster Energy Grün, beste einfach, mein Geschmack. Ja, und daneben, oder beziehungsweise auf dem Monitor, seht ihr das Turtle Beach Spectre. So, für mich das beste Headset, beziehungsweise ich habe mir dazu dieses Audio Control Center gegönnt. Das gibt es leider nicht standardmäßig zu kaufen. Insofern habe ich mich mal mit Turtle Beach ein bisschen auseinandergesetzt und gefragt, was denn gleichwertig ist. Das wäre das Turtle Beach XP7. So, Freunde, und ich, ihr wisst, ich scheiß euch da nicht an. Das kostet zwar 300 Euro, aber wirklich, wenn ihr diesen Sound einmal gehabt habt, beste, wirklich beste. Ich habe das Astro 50 mir für 300 Euro geholt. Hat einen guten Sound, aber es kommt nichts an Turtle Beach ran. So, XP7 ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt, wie alle anderen Sachen auch, die hier jetzt in dem Video vorkommen. Daneben seht ihr jetzt den besten Monitor, den es momentan auf dem Markt gibt, wirklich. Das ist ein BenQ 27 Zoll, eine Millisekunde Reaktionszeit, 120 Hertz, 3D.
Also Freunde, hat einen stolzen Preis von 400 Euro oder auch mal gerne drüber, aber ihr könnt ihn nach links verschieben, ihr könnt ihn nach rechts verschieben, nach oben, nach unten und sogar um 90 Grad drehen, dass er im Querformat ist. Also was Besseres gibt es momentan wirklich nicht. Ist natürlich auch unten verlinkt, Freunde. Gönnt euch, wenn ihr ein bisschen spart, also was Besseres gibt es momentan nicht. Da drüber seht ihr die Logitech 10920, ja, glaube so heißt die. Ist 180p HD, beste Webcam momentan, damit streame ich auch immer meine Facecam und richtig gute Qualität. Da seht ihr jetzt mein SCUF-Controller von Activision Mode, ist natürlich bei Facebook zu finden, auch unten in der Beschreibung verlinkt. Der kann natürlich LEDs verbasteln, ich habe ihn hier in der blau-grün Optik gewählt, hinten sind SCUF-Pedals dran, also richtig freshes Ding. Hat momentan aber ziemlich viel zu tun, also nicht wundern, falls er euch nicht zurückschreibt. So Freunde, kurzer Schnitt nochmal an der Stelle, die kennen wir alle, da war auf jeden Fall ein Passiver am Start, ich weiß nicht. Moin, moin meine Aktiven. So eine Dreckscheiße. So, hier ist mein PC, kein High-End-Gaming-PC, aber es läuft auf jeden Fall alles, was ich darauf machen möchte. Jetzt nicht spieletechnisch, sondern programmmäßig, auch mit Streaming kein Problem. Ist ein Acer, ist natürlich auch unten verlinkt, ist auf jeden Fall ein freshes Ding. Daneben seht ihr das Mischpult, Fokussierprobleme, da seht ihr das Mischpult, was ich für das Rode NTR1 benutze, wo ich meine Soundeffekte mitmache, nämlich mit diesem Mikrofon hier. Ist für mich persönlich, Freunde, meine persönliche Meinung, das beste Mikro, was man momentan bekommen kann, gerade auch für die Commentary-Szene. Was Besseres kannst du eigentlich nicht bekommen, beziehungsweise könntest du bekommen, aber es würde sich nicht lohnen. Das ist die beste Qualität. So wie ich da durch mit euch rede, so höre ich mich auch im Real Life an, Freunde. Und ja, dazu das passende Mischpult und die Bockwurst knackt, perfekt. Irgendwie hat er hier Fokussierprobleme, wechseln wir mal gleich rüber. Das ist mein alter Zockerfernseher, Toshiba LCD oder LED. Genau, LED-Fernseher, 32 Zoll, war 81 cm, glaube ich, 32 Zoll Fernseher, da mache ich eigentlich alle Bearbeitungssachen auch drauf, ist auf jeden Fall auch ein richtig freshes Ding, natürlich auch standardmäßig grün beleuchtet im Hintergrund, wie auch hier unten, falls euch noch nicht aufgefallen ist, rote Beleuchtung, hinter dem BenQ ist natürlich auch blaue Beleuchtung. Oh, oh, wer ruft denn da an, wer ruft denn da an, verpiss dich, verpiss dich. Ja, hier nebenbei das S2 Handy. Richtig homo-like das Handy, stört ständig ab, also kann ich überhaupt nicht leiden. Aber gut, mein Handy ist von 7 Tage in der Woche vielleicht 2 an. Electrix kann es bestätigen. Und da seht ihr nochmal meinen Monster Energy Drink, wollte ich schon sagen. Ne, der Montana Energy hat mir ein Abonnent in Hamburg beim Abonnententreffen geschenkt. An der Stelle fühle ich gegrüßt, richtig Bombenaktion. Fühle ich mich richtig geehrt, so ein Ding hier stehen zu haben. Trinken werde ich ihn nicht, einfach rein aus Respekt dir gegenüber. Der wird hier bis zu meinem Tod rumstehen, Freunde der Sonne. So, und ich würde sagen, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Natürlich alle Sachen unten in der Videobeschreibung verlinkt. Für mich persönlich ist das das perfekte Zockerzimmer. Ich könnte es mir nicht anders vorstellen. Klar, als PC-Zocker müsste noch ein besserer PC dahin. Aber ansonsten, ich wüsste nicht, was ich hier ändern soll. Ich würde sagen, wir sehen uns dann auch mal von Auge zu Auge. Ihr könnt mich schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr hier nicht gut dran findet, was ihr gut findet oder allgemein mal eure Meinung zu meinem Zockerzimmer, und in dem Sinne sehen wir uns gleich in alter Frische. So, ich Spritzer, das soll es jetzt erstmal gewesen sein von meiner Zockerecke hier, von meinem Zockerreich. Wie gesagt, für mich ist das hier einfach perfekt. Ich weiß nicht, was ich ändern soll. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr doch eine Bewertung da lassen an der Stelle. Was ich aber noch sagen wollte, es sind jetzt schon über 85.000 Abonnenten bzw. aktive Spritzer hier auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Letztendlich ist es auch zweitrangig. Ich freue mich aber, dass ihr einfach den Weg auf meinem Kanal gefunden habt. Und ich freue mich auf jeden Fall auch, was wir noch in Zukunft zusammen erleben werden. Nomo, ihr wisst, wie ich das meine. Und ich würde einfach sagen, lasst es euch noch gut gehen. In dem Sinne, wiederschauen und reingehauen.